Thank you.
Wir haben ja gut gestanden und zwei Mannschaften haben sich eigentlich neutralisiert. So viele Sachen sind da nicht passiert. Es gab ein paar Torchancen auf beiden Seiten und ich habe schon vorhin gesagt, aus den wenigen Chancen, die du hast, da musst du auch was machen. Ja, und durch einen Ping-Pong-Ball kommt einfach Al-Klinike zu ihrem Tor und klar konnten sie danach noch, hätten sie noch das zweite Tor machen können. Haben sie nicht und wir waren trotzdem immer noch im Spiel und ja, dann haben wir ein paar Situationen, die wir auch nicht super oder sauber zu Ende gespielt haben, was uns in der Vergangenheit sonst immer stark gemacht hat. Haben nicht den direkten Weg zum Tor gesucht, haben immer wieder eingekappt und darf nicht passieren, du musst schneller zum Abschluss kommen. Hatten dann natürlich nochmal die Riesendinger mit Manuel Weyer und den Kopfball und was ich sage, aus so wenigen Chancen musst du etwas machen und haben wir heute leider nicht gemacht. Natürlich überschattet auch von der Verletzung von Flo. Gab es in der Halbzeit schon Kontakt? Ja, wir haben mit Flo geredet. Wir haben am Anfang erstmal gedacht, dass das die Achillessehne ist, aber Gott sei Dank ist es jetzt nicht der Fall. Also, das war die erste Aussage. Wir wissen jetzt nicht, ob die Bänder durch sind. Wir warten jetzt einfach mal auf die Antwort vom Doc. Es ist schon schlimm genug, weil der Junge in einer sehr guten Form war. Ja, und der wird uns jetzt erstmal fehlen. Ne? Super. Richtig gutes Gefühl gehabt. War sehr, sehr schön, mal wieder hier auf dem heiligen Rasen im AKS zu stehen. Bin, denke ich, auch ganz gut reingekommen ins Spiel. Das Ergebnis trübt natürlich so ein bisschen darüber. Also vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir uns brutal hinten eingeigelt. Ich glaube, das war so, was uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass wir ja zum Teil am 16er da die erste Linie hatten, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. So musst du halt ständig hinterherrennen, buddelst dich da hinten ein, versuchst dann irgendwie zu kontern, aber natürlich fehlt dann vorne die Kraft auch dann so ein bisschen, wenn du halt hinten nur verteidigst. Deswegen, wir hätten vielleicht einfach ein bisschen eher drauf gehen müssen. Ich meine, erste Halbzeit haben wir das nach den ersten 10, 15 Minuten eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Und ja, aber wie gesagt, wenn der Kopfball von Manu reingeht, dann denke ich, brauchen wir uns nicht zu beschweren. Ich finde, dass wir jetzt im gesamten Spiel, jetzt nicht nur auf die Situation bezogen, ein bisschen zu wenig Druck nach vorne hatten, zu wenig Torchancen. Es war generell ein Spiel mit sehr wenig Torchancen. So. Ja, das Gegentor fällt auch irgendwie aus dem Gewusel heraus. Ja, und hinten raus, wie in den letzten Spielen schon, hatte ich wieder eine große Chance. Wieder ganz knapp vorbei. Ich weiß nicht, wem ich was getan habe, aber ich mache einfach weiter und dann hoffentlich löst sich dieser Knoten bald mal.